Erst so ein scheiß Boss, weißt du? Tut dich zur Verzweiflung bringen, hä? Den muss ich safe mit reinnehmen. Den auch. Physical Damage, wichtig. Aber die könnte ich ja so auffüllen. Physical Damage. Physical Damage. Necrotic Resistance. Könnte ich auch mitnehmen. Poison Damage, Increase Minion. Das brauche ich nicht unbedingt. Das brauche ich gar nicht. Das ist krass. Bone Armor. Von der lebe ich ja. Physical Resistance. Habe ich genug? Also ich habe zweimal Bone Armor hier. So, das muss ich mitnehmen. Sechs, sechs, fünf, sechs. Keine Ahnung. Physical Damage 303%. Ich brauche 500 plus. Ne, 600 brauche ich. Was mit, mir fehlt halt Haste, oder? Melee Attack Speed. Oder Movement Speed? Brauche ich 40 bis 70 Movement Speed. Ich habe 29. Intelligence brauche ich 140. Ich habe 69. Ja, aber das ist ja alles ein Endding. Armor brauche ich 50 bis 75. Was druckt denn jetzt schon wieder, ey? Krass. Ha, Dauerauftrag, der glüht hier. Movement Speed Melee Critical Strike Multiplier. Increase Media Attack, increase Critical Strike Chance. 9% bloß. Und wo ist Critical Strike Multiplier? Deko druck ich. Oha. Geh doch auf den Flohmarkt für 50 Cent. Oder geh in TD für 1 Euro. Ist überhaupt noch alles ein TD 1 Euro? Also war ja nie, aber war ja sowas wie ein 1-Euro-Laden theoretisch. Ich bräuchte mehr Lightning eigentlich. Okay, mehr kann ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich habe alles verbessert, so gut es geht. Das kann man nicht verbessern, oder? Diese Dinger da. Nee. Also ich habe einfach verbessert, ohne zu wissen, ob ich es verbessert habe. Also, ich habe es gepusht, ohne zu wissen, ob ich es verbessert habe. So, dann machen wir nochmal ein Level, weil ich habe auch keine Heiltränke. Arena-Key noch einen. Hier ist aber Rüstung. Rare Body Armor. Aber das. Ja, da ist kein Platz mehr. Dass ein Drucker nach oben und unten geht, das ist spannend für 10 Sekunden und dann ist gut. Weißt du? Ja, neu ist sie nicht. Schon länger eigentlich. Weiß nicht wie lang, aber schon länger. Da ging doch die rechte Maustaste nicht mehr bei der einen Maus, ne? Ich hab es mitbekommen hast. Ich hatte mir im Marathon-Stream damals 21 oder wie das war. Hatte ich mir doch eine geholt und die ging halt schon.
kaputt an 22. 23, ich weiß gar nicht. Die rechte Maus, also die mittlere Maustaste ging gar nicht mehr und die rechte halt nur wenn sie Lust hatte. Und leider war halt die Garantiezeit wieder knapp abgelaufen. Hatte ich mich ja dauernd beschwert bei, ich glaub sogar bei Ding hatte ich mich beschwert. Weiß ja nicht, was für ein Spiel, Smallland oder so, oder nee? Wann hatte ich sie ja, glaube ich, schon. Auf jeden Fall hat die nicht lang gehalten. Der eine Corsair-Maus, obwohl es die einzige Maus war, die eigentlich von der Größe her zu meiner Hand gepasst hat. Alle anderen sind viel kleiner. Aber leider hat sie nicht so lange gehalten. Und das Ding war, glaube ich, war im Angebot, soweit ich weiß. Und von der Größe her ist jetzt auch nicht 100% passend zu meinen Händen. Aber es ist okay. Ich kann sie irgendwie halten, dass es okay ist. Muss ich sagen. Jawohl, auch noch ein Level hier. Muss mal schauen danach, wie alt sie ist. Schon ein bisschen her. Aber ich schlage immer noch viel zu langsam zu. Ich brauche 130 Attack Speed. Ich habe immer nur zu wenig. Ah, hier, das ist, glaube ich, der Gegner, den man töten muss, oder? Für die Quest. Hier ist es wieder irgendwie. Rare enemies have high speed and crit. Okay. Prozent rare items. 8% mehr XP. Ja, passt. Geh mal. Was haben wir denn Schönes eingesammelt? Was ist denn hier so krass? Melee Physical Damage, Melee Critical Strike, Minion Spell, Minion. Also alles für die Begleiter, die wir nicht haben, hinkriegen. Okay. Ja, ich tue jetzt nichts mehr. Oh, ich habe jetzt was bekommen. Achso, das hatte ich ja schon in der Tasche. Ich dachte, ich habe jetzt genauso was bekommen. Oh! Oh mein Gott, was habe ich da bekommen? Physical Resistance, Necrotic Resistance, Increase Lightning Damage, Increase Minion Health. Boah! Das ist ja fies. Jetzt, wo ich es geupgradet habe. Aber physischer Widerstand. Bin ich eher am Limit? Ja, habe ich ja schon vergessen. Ja, passt. Jetzt mal kurz tauschen. Ist alles höher mit dem. Achso. Okay, mit dem, was ich hatte. Gut. Ist alles höher. Ich glaube, ich habe jetzt das Gear schon ganz gut gepusht soweit. So, Chance brauche ich wieder.
So, wieder 1000 Sachen gedroppt, die nichts für mich sind. Aber es müsste halt eine Taste geben, dass das alles aufgehoben wird, automatisch. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich mir das eingebildet habe und welches Spiel ich da gesehen habe, dass man eine Katze kriegt und die lootet dann für dich. Keine Ahnung. Yes. Also auf jeden Fall bei Diablo gibt es ja bei Diablo 3, dass das so ein irgendwas, so ein Pad für dich das aufhebt. Take Aber care. hier. Fünf habe ich. Sollen wir nochmal den Boss probieren? Hier mit 234 Leben. Ich weiß, dass es mich ultra triggern wird, aber ich teste es nochmal. Ich teste es jetzt nochmal. Was für Level habe ich? 73 oder das 75? Aber ich habe mein Gear ein bisschen verbessert, aber ich habe nicht. Also Cold, aber ich habe Lightning nicht geschafft. Das, die machen trotzdem noch eine Menge Schaden. Physisch kriege ich weniger Schaden, wenn er zuschlägt. Von den Wellen kriege ich weniger Schaden, weil es kälter ist, aber Lightning fehlt mir noch. 25%. Sonst Feuerschaden, glaube ich, macht er nicht. Ich brauche halt Lightning irgendwie. Ich kann ja noch das hier mal machen, um zu schauen, ob irgendwas mit Lightning droppt. Also Elemental Schaden. Bei einem heißt das Elemental, bei einem heißt das Lightning. War ja komisch, das ist auch nicht gleich. Wo ich es halt gepusht habe von 15 auf 50. Ist schon eine Menge, aber man muss halt auf 75 gehen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen stärker, als wie ich gestern angekommen bin. Hier. Ja, wo ich halt sofort halt kaputt war. Nach dem ersten Schlag von denen. Ich glaube, Max-Level ist 100. Dann dauert es noch ein bisschen. Aber es geht halt. Mach halt so ein paar Level am Tag. Ich muss halt den Boss schaffen, um höher zu kommen. In diesem Monolith, wie das heißt, das ist ja diese eine Karte da. Wenn ich ganz hoch komme zum Monolith, dann kann ich halt die Schwierigkeit höher stellen. Also auf Corruption oder so, wie das heißt hier. Und erst da gibt es den richtigen Loot. Na, was ist das? Erst da gibt es den richtigen Loot hier. Kann aber davor auch noch versuchen, bei dieser einen Fraktion auf irgendwie mehr Loot zu kommen oder so. Und ich kann noch versuchen, einen anderen Monolith zu machen, damit ich noch ein paar so Blessings, so Siegen bekomme. Die sind halt so Sachen, die tun nebenbei halt noch. Damage geben oder sowas. Aber ist schon krass gemacht hier. Ist schon nice. Also ich verstehe jeden Tag mehr, glaube ich zumindest. Aber trotzdem nicht alles richtig. Habe ich den Eindruck. Und ich kann ja leider im Stream nicht mit jemandem reden, der sich halt auskennt. Wär ganz cool. Ja, hier, ich habe das gemacht, das ist dies, das ist das. Ich schaue halt keine Streams oder so. Und da ist auch keiner, der das hier spielt, der ein bisschen da Ahnung hat. Ich ein bisschen austauschen, wäre halt wild. Hier diese Sachen hier. Leveln die eigentlich jetzt oder wie leveln die? Hier ist so ein Strich ringsherum. Ich verstehe nicht genau, wie
Wie die leveln. Wie leveln die? Da muss ich noch nachschauen. Ich habe heute in einem Video gesehen, ein Fenster, das ich noch nie gesehen habe im Spiel. Da hat er irgendwas aufgesaugt, ein legendäres Item oder so. Noch nie gesehen, das Fenster. Irgendwas, was für mich ist. Stand me with me, but it's alright, because I like the way you look. Yes. Oh nee, ich habe diese Splitter verkauft. Habe ich, und dann kann ich hier wieder den nächsten looten. Yes, take care. Yes, 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 my lord, yes. Das ist auf dem Boss, Mann, das ist Psychose. Aber noch einmal kurz probieren. Oder irgendwann, wenn ich den Elemental-Schaden mehr habe. In der Start mit Low HP, das ist so frech. Er macht sofort den Laser, oder? Ja. Raus da. Das ist, glaube ich, auch Cold-Schaden oder so. Das ist Physical-Schaden. Das ist, glaube ich, auch Cold oder Physical. Das ist Physical-Safe. Und das ist tot. Was mich trifft, das ist auch... Ja. Das geht schon, das ist... Aua! Nein, normale Gestalt, fuck! Laser, okay. Boah, zum Glück bin ich da rausgekommen hier. Schlagen. Das ist so blöd, Mann. Ich habe zweimal gedrückt, die Taste. Ich glaube, statt dass ich mehr Schaden mache, habe ich zweimal gedrückt. Weg, 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 weg. Okay, zweite Phase. Ich muss mich halt gegenhalten bei diesen Scheißtypen da, ey. Das ist halt wichtig. Ich muss da draufhauen, wenn ich mir diese Laser treffen, also diese Dinger hier, da verliere ich so viel Leben. Aber ich kann mich halt gegenhalten, wenn ich die hier treffe. Aber nachher kann ich das nicht mehr. Ich muss nachher diesen Dingern dodgen. Diesen Teilen, die ich hier habe, dodgen. Plus den Boss machen. Auch noch. Und die dürfen mich nicht treffen. Hier, wenn sie mich treffen, kann ich mich gegenheilen, wenn ich die Viecher schlage. Aber den Boss kann ich ja nicht permanent hidden, schlagen, töten. Das ist total bescheuert. Mal schauen, was er hier macht.
Jetzt my waves will shatter, ja. Ich warte kurz auf die Gestalt. Ich kann ja hier versuchen auszuweichen. Letzte Phase. Welche Fähigkeit hat er jetzt? Das hier? Diese Welle ist wild, aber... Schieß mit dem Ding. Oh, Welle war wild. Hat er Laser? Er hat Laser. Kann ich hoch? Weiß ich nicht. Jetzt hat er das große... Oh mein Gott. Zum Glück hat es mich nicht gewone-shottet mehr. Muss kurz wieder warten. Da hast du recht. Kurz einen Heiltrank nehmen. Welche Fähigkeit hast du? Nicht, dass ich bei der Fähigkeit hinkomme, dann macht er mir halt Schaden direkt. Das wäre halt wild. Nein, weg. Das ist ein One-Hit. Das ist so fies, diese Wellen da oben. Ne? Schau mal, du musst den ausweichen. Was für Fähigkeit hat er? Ich warte auf den Laser, dann gehe ich hoch. Scheiße, Fähigkeit verloren. Ja gut, dann muss ich noch mal warten. Lol. Ah, weiß ich, dass sie mich shattern. Und wie? Was für Fähigkeit? Aua. Oha, wenn das mich trifft, bin ich auch down. Jetzt kann ich dann, glaube ich, hoch. Bitte lass es kein Fehler gewesen sein. Mach diese Scheißfähigkeit. Scheiße, wieder verloren die Gestalt. Mann, was habe ich denn so getroffen? Okay, die Fähigkeit ist die richtige. Und hoch, komm. Hab's. First try nach dem Umskillen. Bisschen entspannter, bisschen ruhiger, bisschen überlegter und weniger Schaden teilweise. Okay, ich muss kurz schauen, welches Ding ich brauche. Dankeschön. Lightning Resistance. Huge, das ist, was ich brauche. Increase Cold Damage oder Chance to Shock und Hit? Ich muss gucken, was Priorität hat. Boah, aber das Light Damage wäre... Das Lighting... Boah, okay, warte. Bei dem fragt er sogar nochmal, wenn du aussuchst. GG! Boss nochmal geschafft. Blessings. Also ich habe das und ich habe das. Als nächstes Increase Relict... Aber von... Wieso kann ich nicht Alt-Tab drücken? Was ist das manchmal? Es ist das da. Relic Drop. Increased Two-Handed Axe Drop. Increased Stun Chance. Increased Prefix Shard Drop Rate. Necrotic Damage 100%. Increased Class Specific Shard Drop. Increased Armor 55. Boah, Alter, man das alles hat, ey. Lightning Cold Damage. Chance to Shock und Hit. Increase Cold Damage. Nichts davon brauche ich. Warte, ich schau nochmal. Ich glaube, nichts davon brauche ich. Das Auge ist nicht dabei. Dieses blaue Ding ist nicht dabei. Und das ist nicht dabei. Aber kann ich diese Dinge auch wieder rausnehmen? Ich würde jetzt einfach... zu Shock und Hit ist nicht schlecht. Increase Cold Damage. Auch geil. Aber Lightning Assist sind auch krass.
Kann man die switchen? Das ist halt das, was mir fehlt, aber ich kann ja noch Items kriegen. Damage. 41% ist schon krass. Increased, also dass sie schocken beim Schlagen. Ob sie da stehen bleiben oder so, oder ist es einfach nur Elemental Schaden, weiß ich nicht. Okay, habe ich gewählt. Habe ich gewählt. Das Ding ist, wenn ich es jetzt rein tue. Jo, was habe ich da bekommen? Dagger. Mini Crit Spell Damage. Okay. Lightning Resistance. Ein Schild. Okay, lol. Das Ding ist, wenn ich es jetzt rein tue, kann man das wechseln? Hö, es ist schon drin. Achso, es ist schon drin, wenn ich es aussuche. Ich muss es gar nicht manuell reintun. Also wenn ich diese Zeitlinie nochmal mache, dann kann ich den Boss halt nochmal besiegen. Dann... Ich kann das Blessing tauschen, nur wenn ich diese Zeitlinie nochmal mache. Das heißt, ich müsste den Boss nochmal besiegen. Wie geil, ich freue mich. Geil, nochmal. Nochmal den Boss besiegen. Yippie! Yippie! Also wenn ich, weil ich brauche eh ein anderes. Und ist das dann so, dass das dann steht, dass es von der Timeline ist? Das bräuchte ich halt. Oder? Warte, das... Was war es, das Auge? Das Auge... Nein, nee, so andersrum, okay. Also hier gibt es aber nur das. Hier gibt es aber nur die drei, oder? Bei dem. Na, ich weiß da nicht. Keine Ahnung. Schauen wir dann schon. Auf jeden Fall ist es nicht. Es ist nicht dabei von das, was ich ja brauche. Und wenn man halt umskillt, müsste man nochmal jedes Ding nochmal farmen. Okay. Level 75 geschafft. Nächste wäre 85. Leck mich, aber... Man kommt doch nicht dahin, oder? Ich müsste rechts hoch. Ich müsste die drei machen. Monolith of Fate. Die drei müsste ich machen, glaube ich. Damit es weitergeht. Ach doch, hier, so. Damit ich dann das Corruption freischalte, aber Corruption ist mit Level 100, ja, ist also, bis dahin muss ich erst 100 werden. Und stell dir vor, dann kommt nochmal der Boss mit Level 85 oder der Vogel kommt nochmal. Bitte kein Recycling nochmal, bitte, bitte, bitte. Dreh durch. Jetzt bin ich 85? Ja. Jetzt bin ich beim 85er angekommen. Ach du Scheiße. Die sind jetzt 12 Level über mir. Also, 12 Level über mir. Wir werden vielleicht noch die anderen farmen müssen, aber wir werden es mal probieren. Ja, hier kriegen wir nur. Schauen wir mal, was kriegen wir. Erstmal überhaupt testen. Erstmal hier testen. Egal was es ist. Charts können wir verlieren. Egal was es ist, 12 Level ist halt krass. Glaube ich zumindest. Jo, das ist ja wie am Anfang bei dem anderen gestern. Schau mal, wie stark, wie viel Schaden der macht. Okay, da gehe ich doch raus aus dem, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja, wie viele sind denn jetzt hier?
Was ist das? Irgendein perverses Zepter hier, was ich nicht brauche. Oh nein, ich bin normale Gestalt. Das hat mich gestern getötet. Jo, du musst wieder woanders hin. Lass mich kurz. Gestalt. Nein! Lass mich doch kurz. Warum leckt denn? Warum leckt denn das jetzt hier? Ich sehe, dass es leckt hier. Okay, musste kurz nach dem Server schauen hier. Weil es da Lagerinus gab, aber ich glaube, es ist okay. Yes. Nicht Shop, ich will diesen Key da rein tun. Da rein. Okay, wir könnten ja echt mal diese Keys nutzen. Why not? Müssen wir mal schauen, 73 ist das Ding. Mehr Armor, dafür weniger Spell. Shield. Schau, jetzt kriegen wir ja noch viel höher Loot. Jetzt kriegen wir ja noch viel höher Loot, hey. Yes. Take. So, nee, wir machen schon nochmal das. Nur mal zum Test hier. Okay, jetzt lag's nicht mehr. Immer schön mit Low HP zu starten. Ich wiederhole mich, aber ist halt wirklich so. Das soll in dieser Ding bleiben, dieser Gestalt hier. Komm, ich brauche mehr Mobs hier, komm. Diese Range-Fuzzis hier, kannst du ja nicht ausdenken. Hier, diese Mini-Dinger-Fuzzis da. Leider kriege ich den Bonus-Loot nicht mehr, aber ist ja egal. Boah, wenn der mich einmal haut mit dem Ding hier, dann bin ich, glaube ich, weg. Aber er ist auch gut weg. Yo, wieder irgendwelche komischen Sachen. Oha! Ist das er, der sich versteckt hat, oder was? Ich dachte, der wäre tot, aber er hat sich anscheinend versteckt im Boden und ist dann hochgekommen. Oh, normale Gestalt. Kurz warten. Traue ich mich jetzt so nicht. Rüstung ist, glaube ich, noch zu schwach. Vielleicht gegen einen hier. Das war gestern auch so am Anfang, wenn ich komme, hatte ich die normale Gestalt, da habe ich dann überhaupt keine Chance mehr gehabt. Aber wenn ich dann ein bisschen besser Rüstung, als ich dann ein bisschen besser Rüstung hatte, ging auch mit der normalen Gestalt so ein bisschen. Und jetzt ist es halt noch nicht so. Aber finde ich geil, dass ich den Boss geschafft habe. Bei einem Boss nicht geschafft, dann Rüstung halt gewechselt und verbessert, dann habe ich es geschafft. Hey, aber so viel Loot auf einmal. What the fuck, Alter? Aber bestimmt wieder nicht für mich vieles. Für wen? Requires Level 80. Yo. Jetzt bekomme ich Loot, den ich halt gar nicht tragen kann. Das ist fies.
Apotheke. Oh, das ist, ist nicht ohne. Warte mal, C. Boah, Attack Speed mit dem. Wo ist denn das drauf hier? Aber habe ich da gar nicht. Resistance. Reduced Bonus Endurance. Doch, Attack Speed 130. Doch, natürlich. Weniger Melee Damage. Weniger Crit, das war aber dafür Attack Speed. Melee Stunlands. Auch noch weniger Attack Speed. Nee, das kannst du vergessen, das ist ja scheiße. Mit dem Ding 100 Physical Penetration, Increased Melee Attack Speed. 62 Increased Melee Damage, Increased Area Melee. Okay, das Schwert ist schon geil, aber ich schätze, dass ich es da nicht mehr brauchen werde, wenn ich so weit bin. Das sind 7 Level. Das sind 7 Level, mein Freund. Yes. Yes, no. Oh, ich habe eine Götze verkauft, Lul. Chance to ignite and hit, increase fire damage and minion fire damage. Jo, können wir vielleicht irgendwann nutzen, keine Ahnung. Hier nichts. Okay, whistle baby, whistle baby. Was ist der Lighting Resistance? 35%. Necrotic damage and physical resistance. Okay. Das habe ich jetzt beim Second Try geschafft. War, glaube ich, auch eine leichtere Welt. Das ist, ja, glaube ich, immer voll random, was für Welt ist. Und ich, oder ich habe ein bisschen mehr aufgepasst, weiß ich nicht. Oder ich bin nicht aus der Gestalt einfach rausgekommen. Ich schätze mal, wenn es so ist, kommen aus der Kampagne alle Bosse. Aus der Kampagne, dann muss ich halt die alle nochmal bekämpfen. Whistle baby, whistle baby. Typen hier. Ja, wenn ihr wirklich so hohes Gear droppt, kann ich auch die andere Seite gehen. Da gibt es auch nochmal Level 75er Ding. Ich noch ein paar Blessings so bekommen. Okay, normale Gestalt. Gefährlich. So viel Range-Scheiße hier. Aber wenn ich halt hauen kann, halte ich mich halt gegen. Also ich weiß nicht, mit dem Update haben sie irgendwas gemacht, dass sich alles so krass verzögert. Man drückt und dann kommt später. Aber geht, ne? Weiß nicht, warum ich immer bei der ersten Welt sofort sterbe. Bin ich da irgendwie, keiner mehr so YOLO, aber nicht, mach ja nichts anders. Ich habe auch jetzt hier in der nicht Reaper Form gespielt. Gibt's denn einen Drachen oder was? Oha, Fire Damage! Wow! Ich habe gar kein Fire Resistance hier. Das ist, was mir fehlt, ne? Fire Resistance 19. Doch 75. Help!
Yo, das, ich hab, wir hatten den schon mal am Anfang, den Typen. Hab ich gesagt, dann mach halt noch größer das Ding. Von vorne weg, dann slowt der. Stimmt, das war das. Ja, der ist auch wieder so Miele-freundlich. Schau mal, du kannst halt nie angreifen. Das macht er jetzt, wenn er Feuer macht, vielleicht von hinten. Wenn ich ihn einmal angreifen kann, ist RIP. Passt schon, passt schon. Maske. Armor and Endurance Reduced Damage Bonus Taken from Crit. Okay, das ist gut. Reduced Bonus Damage Taken from Critical Strikes. Dodging Rank Increased Armor. Was habe ich für Dinge? 69 und C. Unten geht nur Spell Damage raus. Ist nicht immer schlecht. Unten geht nur Spell Damage raus. Physical Resistance passt. Was könnte ich hier drauf machen bei dem? Minion Health Armor Dodge Rating. Noch mal kurz schauen hier. Physical Resistance ist egal. Ich habe auf jeden Fall mit dem mehr Armor. Dodge habe ich weniger. Auch mehr, auch wenig, 40 weniger Spell Damage. Ist es das worth? Bei dem ist halt schon alles Max fast. Ich kann nicht mehr viel machen hier. Level of Rip Blood. Was auch immer das genau ist. Also wegen was mache ich das jetzt? Wegen welchem Stat? Wegen Armor. Ich glaube, das lohnt sich. Das ist halt wieder so Not gegen Elend tauschen. Wieder so eine Scheiße. Wieder Not-Mod gegen Not-Mod tauschen, yay. Missile Baby, Missile Baby. Ich weiß nicht, komm, was ist hier drin? Auch nur Blödsinn. Auch nur Blödsinn bestimmt. Hau mal weg, dann haben wir die Entscheidung gar nicht. Dann müssen wir die Entscheidung nicht fällen. Ganz einfach. So ein Ding. Dann ist die Entscheidung schon getroffen. Was haben wir hier? Stab, Schild, Idols. Oh. Wenn wir es nicht versauen, könnten wir hier Idols kriegen. Mal schauen. Das wäre das erste Mal, dass es Idols gibt. Noch nie Idols gehabt hier. Noch nie bei so einem Ding Idols gehabt. Der Main-Typ, ne? Das ist nur so eine random Waffe hier. Ich hätte gern alles mit einem Ding, weil ich muss halt als Militär stehen bleiben und looten, Alter. Ist
auch nicht das Geilste. Lass mal alle töten, dann looten geht auch nicht, weil ich verliere dann die Gestalt. Also muss ich es halt irgendwie im Kampf probieren. Komm ich die Gestalt verlieren hier? Ach so, wieder so ein Teil da. Okay, okay, ich verstehe schon. Oh, da kommt ein Böser. Beim Scheiß. Zwei Böse mit seinen Steinen, ey. Oh, hat geklappt. Okay, das sind diese Dinge, die da schießen. Gibt es da mehr von? Oh, ich habe meine Gestalt nicht mehr. Merke ich gar nicht mehr. Oh nee, wie schaut denn so ein Typ da aus in dem Level? Wie schaut denn so ein Ritter aus, der mir sonst so Schwierigkeiten macht? Solche Main-Fuzzis. Geht, ne? Wenn ich schaffe und stehen bleibe und Damage her geht. Jawohl. Irgendeine scheiß Hand, die kein Mensch braucht. Richtung. Whistle Baby. Wow, 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 so viele Sachen hier. Da ist ein Teil. Stirb. Haben wir's? Ja. Geh halt dahin. Ich kann mich hier nicht rausbewegen. Was war denn das? Und wir gehen hier raus, sonst müssen wir noch irgendeinen Scheiß machen. Okay, ich hab irgendwelche wilden Handschuhe bekommen. Legendary Potenzial. Armor Void Resistance. Chance to cast Stationary Fire Tornado at a nearby enemy on hit. Okay. Kommt Tornado auf einmal. Chance to shred Fire Resistance each second with Tornado. Increase Fire Damage, Fire Resistance, increase Armor. When Fire falls in love with the Wind Run. Jo. Was verliere ich dann? Wieder 1000 Sachen hier. Speed verliere ich. 10% Melee Attack. Das Critical 1% und Leben verliere ich. Bisschen Leben Rack. Armor kriege ich halt dazu. Leider kann man das ja nicht forgen, ne? Schon frech. Hat nie so geile Stats und man kann das nicht forgen hier. Und das sind ja auch nochmal andere Handschuhe. Less Damage over Time Poison. Das weiß ich, jetzt haben wir bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich noch eins. Increase Good Cycle, Minion Damage, Armor Mana. Okay, ich will das mit dem Tornados mal sehen. Ich habe mir ja das hier aufgewertet. Und das tue ich halt. Nein, stopp. Lass bleib bei der Kiste. Das tue ich hier unten hin. Das behalte ich auch. Und das nehme ich auch mal. Achso, ich bin in der zweiten Ding, warte. Falsche Seite, hier. So. Falsche Seite. Whistle yes. Baby, whistle baby. Okay. Take care. Okay, was haben wir noch? So ein Idol vielleicht hier. Sind das alles Eiles oder was? Noch nie gab es so eine Kiste, das erste Mal. Chance Bleed.
Das ist für Mage, das kann ich nie benutzen. Das ist für Rogue, kann ich auch nie benutzen. Das ist Primalist. Das ist Primalist. Das ist auch wieder Schurke. Das ist auch Mage. Wow, hat sich ja gelohnt hier. Spell Damage. Increase Project Speed mit irgendwas. Dings da. 12 Health and Kill Poison Chance. Increase Fire Damage. Okay, und Project. Ja, gut, können wir ja behalten. Dafür haben wir ja Seite 2. Falls wir das irgendwann brauchen, so wie eben mit dem Boss. Dass wir dann Yes. umskillen. Wir passen die Scheiße an den Boss an. Und hier? Und hier nichts, was für mich ist. Yes. Laut diesem Loot Table. Okay. Haben wir geschafft. Idols haben wir bekommen, aber ja, jetzt nicht jetzt nicht so geile. Ist hier wieder Arena Key? Ist hier wieder Arena Key, wa? Ist das dann die Arena hier? Nö. Kommt dann erst bei dem Key hier. Was soll der machen? Muss irgendwas versiegeln hier. Erstmal ein paar Gegner, dass ich meine Gestalt hier versiegel. Was ist denn das für einer? Gehen wir mal hier lang. Was ist das Richtige? So, machen wir einfach. Ah, da, aufgedeckt. Komm, nicht normale Gestalt jetzt. Das wäre schade. Jetzt, wenn gerade ein paar Gegner kommen hier. Immer sehr melee-freundlich. Aber ich weiß nicht, was man auch als Range macht. Aber als Range geht man zur Seite. Man braucht irgendwas mit Minions noch. Vielleicht als nächstes irgendwas spielen, wo man Minions halt hat. Muss nicht hier Akolyt sein, sondern einfach mit Minions irgendwas. Jäger oder so ein Scheiß. Mal schauen, wie das Spiel sich so spielt. Mit irgendwelchen. Oh. Ja, jetzt beim Event normale Gestalt. Merci, 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 merci. Dankeschön. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Jo, tauchen noch mehr komische Gegner auf. Der gehört noch zu der Welle und dann ist es vorbei, oder? Ja, habe ich schon, dann habe ich es geschafft. Increase 40%, wir müssen das ausnutzen. 40% mehr Rare Drop. Yo. Also irgendwie hängt es heute so komisch. Ob das Spiel so freezen würde zwischendurch. Ich finde momentan ja. Ich habe in meinem Leben bloß drei Hack and Slay gespielt und ich hasse eigentlich Hack and Slay. Ich mag dieses Genre gar nicht. Das heißt hassen. Es ist halt nicht mein Ding. Ich habe Diablo 3 ein bisschen gespielt, Season 1, 2 und 23. Fand das nett und hab halt Diablo 4 gespielt und ich finde das momentan besser. Von den dreien finde ich das Beste. Wie
Wie sich das Diablo noch verändert, kann sich ja noch zum Guten wenden. Aber momentan finde ich das ja am besten. Und keine Ahnung, ob du den Maurice kennst von GameStar. Der hat ein Video rausgebracht oder einen Artikel, keine Ahnung. Hab nur gesehen die Überschrift. Er findet, das ist das beste Hack and Slay neben Diablo 2 oder so. Endlich mal wieder werden. Anscheinend ist Diablo 2 das Beste überhaupt gewesen. Ich habe es nicht gespielt. Also momentan ja, würde ich sagen. Wer ein bisschen Diablo mag und sowas, ist hier sehr gut aufgehoben. Da kannst du wirklich auch viele Sachen lesen oder so. Ja, damals mit dir. Also damals, wo du zugeschaut hast. Also mit dem Schurken habe ich gespielt, mit Syncri zum Season-Start. Ich werde es bestimmt noch irgendwann zocken, aber